Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard Bar One. Wie stehe ich zu Homosexuellen? Habe ich kein Problem mit. Kenne genug. Ja, was soll ich dazu sagen? Tabea, Stufe 55. Gut. Die 9K-Abos schaffst du noch dieses Jahr, aber die werde ich auf jeden Fall dieses Jahr noch schaffen. Ich hätte zu gerne 2018 die 10K-Abos geschafft, aber das wird die leider nicht hinhauen. Aber leider, das ist mir egal. Eigentlich ist es mir egal. So, wir werden jetzt mal weitergehen. Jetzt wird ein bisschen gespielt. So, wir können hieraus noch ein Thumbnail machen. Für die vorherige Folge. Jetzt werden natürlich nicht alle drauf gewesen sein, ne, die da mit einem Schmetterling, wie passend. Guck mal, der Hund ist ja geil. Hund mit Geburtstagshütchen. So, was schreiben sie noch? Jetzt ein bisschen gespielt. Ah ja, als Homo-Beziehungen erlauben wurden, man hat wohl auch Regenbogen-Klopapier. Ach, aha. Du Sau. Oder getanzt. Hauptquests. Ich werde allerdings tatsächlich nach Mirage gehen. Danke dir auch noch einen schönen Abend. So, ich wollte jetzt in dieser Folge eigentlich nicht mehr so viel chatten. Und wir gehen einfach mal zu Fuß, anstatt dass ich mich dahin beame. Ich werde mir aber noch ein Reittier nehmen, nämlich den Malibon-Wagen. Hehe, damit bin ich viel schneller als alle anderen. Bum, bum. Boah, die Framerate geht in den Keller, wenn so viele Leute da sind. Das ist so krass immer. Dann kann ich jetzt den Chat auch wieder was kleiner machen, denn es sind schon gar nicht mehr so viele. Beziehungsweise am Anfang. Am Anfang eines solchen Treffens ist ja immer was mehr los, ne? Da wird man ja sehr viel angeschrieben. So, wo ist meine Cam? Ich weiß es nicht. Wir können das mal hier hin machen. So. Was ist denn da los? Hä? Was war das denn? Fritz Eulenherz. Jetzt geht's nach Good Old Mirage. Denn wir wollen auch ein bisschen weiterkommen im Spiel. Es ist ja kein großes Treffen, wo ich mir wirklich 2 Stunden Zeit für das Treffen nehme und wir dann auch irgendeinen Quatsch machen oder so, sondern jetzt ein spontanes Treffen. Und jetzt geht's dann aber auch weiter im Programm. Huch. Boah, wie das ruckelt. Kaum sind mal ein paar Leute online. Erkunde alter Schmugglertunnel in Agrobar. Wo sind denn meine Leute alle hin? Danke dir. Eine gute Nacht. Ist mir keiner gefolgt? Wo sind sie denn alle? Naja, ist ja auch egal. Wir werden ja sehen, wer mir hinterherkommt. Ach, guck mal, da kommt schon jemand. Das ist... Wer bist du denn? Lisa, Retterin der Sande. Oh, oh. Ah, ne, die habe ich nicht aus der Freundesliste rausgeschmissen. Große Sorry nochmal an alle, die ich rausgeschmissen habe. Ich habe es wirklich einfach daran festgemacht, wie lange wir befreundet sind. Bei manchen ist das jetzt schon ein Jahr. Manche habe ich... noch nie online gesehen und so weiter. Und dann muss ich das auch einfach dann mal so machen. Damit auch andere die Chance haben, reinzukommen. Das ist nichts, was irgendjemand bitte persönlich nehmen sollte. Und wenn ich mal jemanden aus persönlichen Gründen rausschmeiße, dann werdet ihr das schon erfahren. Weil dann bin ich nämlich auch sauer oder irgendwie angepisst. Wer weiß. So, wir müssen jetzt den alten Schmuggler... Sag mal, bin ich denn total verwirrt? Ups.
Sag mal, wo sind die Leute denn alle, die mit questen wollten? Komisch, oder? Online-Freunde immer noch 18, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo sie alle hin sind. Toll, dass ich mir da auch einen Pfeil hingemacht hatte, ein Kreuz. Ja, wo ist er denn jetzt? Mir wollte doch jemand helfen. Christian. Beam dich zu mir. Porte dich zu mir. Aber bei mir heißt es beamen, denn ich bin alter Trekkie. Ja, Lisa, ich weiß nicht, wer Lisa jetzt ist. Hatte die auch schon geschrieben? Was ist hier los? Wo sind die Leute alle hin? Komisch, oder? Die wollten doch alle mitkommen. Weil jetzt gehe ich dann alleine in den Dungeon und dann... Ich mach mal kurz Pause. Also vom Christian Zauberhammer ist der Club abgelaufen. Dann gehe ich jetzt alleine hier rein. Oder... Dann haben wir jetzt hier doch die Lisa... Und Lars Donnerfaus. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Hilfe brauche, aber es wollten jetzt mal ein paar Leute mit questen. Oh, das sieht schon mal ganz angenehm aus. Ew, this place is gross and oh, phooey, more scarabs? Why did it have to be scarabs again? Quick, just squish him. Quick, just squish him. Zerquetsch sie. Na klar mache ich das. Ups. Oh mein Gott, Leute, ich arbeite gerade bei meinem Seute-Kanal. Bei meinem Seute-Kanal an einem coolen Video. Ich habe ein Lied gecovert, gesungen. Und dazu gibt es als Hintergrund etwas mit meinen Katzen. Was Spezielleres mit meinen Katzen. Es ist sehr lustig und auch cool dabei, weil der Song von Rammstein gecovert ist. Und hier habe ich die letzten Aufnahmen drauf. Die muss ich noch auf dem Computer ziehen und ins Video reinschneiden. Und dann müsste ich fertig sein. Also ich habe da schon echt lange dran gesessen, weil ich wirklich, wenn man so Musikvideos quasi schneidet, dann... hat man ja mehrere Optionen, das zu gestalten. Es gibt Musikvideos, da sieht man wirklich ganz lange eine Szene. Bei langsamen Liedern zum Beispiel. Oder, ja, wo es einfach künstlerisch angebracht ist. Oder was, wo sowas wie Rammstein, da müssen harte Schnitte rein. Harte Schnitte. Und ja, da sind harte Schnitte drin. Ja. Das war's. Das war schon die ganze Story dazu. Ich hoffe, ich krieg's jetzt diese Woche fertig. Ja, 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 ja. So, konzentrieren wir uns mal jetzt wieder aufs Questen. Ich weiß nicht, ob hier der Chat irgendwie nicht richtig funktioniert, was hier los ist. Ich weiß es nicht. Gerade haben mich noch so viele angeschrieben, jetzt sind alle verstummt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist und ob jetzt plötzlich so viele offline gegangen sind. Wie dem auch sei... 5050 Lebenspunkte haben die. Kevin hat zwei Klingen. Der Lars macht ein Dingens. Ich brauche noch eine Klinge. Ahoi. Aloha. Aloha. Aloha he. Aloha he. Nabend. Hi. Das nächste ist nur noch ein Hö. Ja, mei. Sind die jetzt gleich schon kaputt, wa? Die hat ja ganz schön was abgezogen. Da will ich gleich noch was hinterher sitzen. Mal gucken, vielleicht sitzen ja auch die anderen was hinterher. Leider kein Schatti bekommen. Das macht nichts. Was machst du? Ja. Sakrament. Da werde ich jetzt ja wohl angreifen, wo? Wie geht's? Wie steht's? Alles steht hervorragend.
Komm, dann machen wir noch einen epischen Angriff. Warum ziehe ich gerade die Nase schon wieder hoch? Werde ich gerade schon wieder erkältet oder was ist los? Ein Straßengegnerkampf ist jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Too much. Aber auch nur 4714. Tot. Da tanzt noch das Zombie-Häschen und macht eine kritische Heilung. Ew, yuck. Oh, there's the secret door that leads into the palace treasure vault. Oh, please, 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 don't let there be any more scarabs. Nein, das sind bestimmt keine Skarabäen, doch Skarabäen, sondern irgendwas anderes Fieses. Was könnte dort sein? I thought only we knew about the secret passage. Whoever these intruders are, they mustn't be permitted to leave. Vier Giftwächter. Wow. Wowie. Nicht schlecht. Besiege Wächter der Giftzähne. Ja, können wir eigentlich direkt, Moment, so reingehen, ne? Oder? Wisst ihr was? Ich nehme mir mal noch eine Klinge mehr rein. Ich denke, es wird Zeit. Das, ne? Agro-Bar-Vollstrecker. Was macht ihr denn da? Naja, so. Alles klar, wir haben das schon mal gedingenst. Bin eh dezent zu schlecht für den Fight. Ja. Das ist vier Gegner. Weird. Merlin, pass auf, dass du nicht stirbst. Hä? Hat er ein niedriges Level? Guck mal doch hier mal. Ihr könnt das leider nicht sehen. Leider kann man das hier auch nicht verschieben. Online-Freunde. Wo ist er denn? Merlin. Stufe 52 erst. Ach so. Wie sweet, oder? Stimmen habe ich geschrieben, statt stimmt. Hm. Wen nehmen wir denn? Dum, dum, dum. Den hier nehmen wir. Das machen wir mal weg. Das machen wir auch mal weg. Ah, der Lars greift. Oh, der Lars greift mit dem Schattenzauber an. Dann haben wir es jetzt hoffentlich auch direkt schon geschafft. Merlin. Ist das dein erster Charakter oder hast du mehrere? Yes! Die Giftzähne ausgelöscht. Wizard City Erkunder. Wie sweet, oder? Stufe 52. Honestly, I don't know which creeps me out more. Scarabs or snakes. Both are gross. Okay, we're in the vault. Let's get the tablet and go. We did it! Now, just a little genie magic. And the fangs will be hissing at the ferals. Hat der Merlin mir gar nicht geantwortet. Well, if this doesn't start a war between the gangs, I don't know what will. Let's get back to the master and see if there's any news. Das hätte ich ja auch locker alleine geschafft, aber darum ging es ja auch diesmal nicht. So, wir sind hier in Agrobar.
So, gibt's hier noch was zu finden? Ich guck mal gerade auf meine... Mensch, auf meine Questliste. Finde Oase, Karawan, Krubal, Istan, Blingens, blabliblub. Gut, okay. Wir sprechen mit Sultanin Scharzad. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil diese Folge leider schon wieder vorbei ist. Mensch, das tut mir leid. Aber ich will ja auch ein bisschen was produzieren, ne? Damit nicht wieder mal irgendwie ein Tag ausfallen muss. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Morgen. Ciao. Tschüss. Macht's gut.